Hallo liebe Freunde des Rechts, an diesem Wochenende war in Unterfranken ordentlich was los, nämlich in Schweinfurt gab es eine Querdenker-Demonstration, bei der es zu Gewalt kam, und zwar sowohl gegen Polizisten als auch gegen ein Kleinkind. Manchmal war von Querdenkerreiten auch die Rede von einem Baby. Nach dem Polizeibericht handelte es sich wohl um ein vierjähriges Kind. Und da tobt jetzt natürlich die Diskussion, wie kann man überhaupt ein Kind mitnehmen? Wie kann die Polizei Tränengas, Pfefferspray gegen Kinder anwenden? Wir wollen einmal die juristische Seite ganz nüchtern und sachlich betrachten, so gut es eben geht, und einmal kurz außen vor lassen, was jetzt die Motive für die Spaziergänge oder Demonstrationen waren. Wir haben zunächst einmal eine nicht angemeldete Versammlung. Es ist egal, ob man sie Spaziergang nennt. Es ist jedenfalls ein Zusammenkommen von mehreren Personen. Das ist geschützt durch das Grundgesetz. Unter freiem Himmel. Das Versammlungsgesetz sieht zwar vor, dass solche Veranstaltungen angemeldet werden sollen. Tut man es nicht, begeht man eine Ordnungswidrigkeit, die ein Bußgeld von bis zu 3.000 Euro nach sich zieht, führt aber nicht automatisch dazu, dass die Versammlung verboten ist. Diese Versammlung war nicht verboten, es gab aber einzelne Auflagen von der Polizei, gegen die angeblich auch verstoßen wurde. So jedenfalls beschreibt es auch die Polizei in ihrem Pressebericht. Wenn wir uns jetzt die Situation mit diesem Kleinkind anschauen, dann haben wir unterschiedliche Darstellungen einerseits der Polizei. Die Polizei schreibt in ihrem Bericht, dass hier eine Gruppe von Versammlungsteilnehmern eine Polizeiabsperrung überwinden wollte. Das ist der Teil, der sogar mit den Zeugenberichten aus der Telegram-Gruppe von Markus Heinz übereinstimmt. Und das ist jetzt wichtig und interessant, weil das nämlich die Grundlage für die rechtliche Bewertung darstellt. Hier schreibt eine Zeugin, sie ist auf dem Video, sagt sie jedenfalls, zu erkennen als die Person, die erste Hilfe leistet. Sie ist nicht die Mutter. Sie war mit dem Kinderwagen und einer Gruppe von Menschen unterwegs. Und hier heißt es, wir waren alle eine ruhige Gruppe und wollten hinter dem Bus raus. Der Vater schob den Kinderwagen. Die Mutter, keine Ahnung, wo sie war. Plötzlich war eine Wand von Polizei da, aggressiv. Der Satzbau ist nicht ganz klar, aber man weiß, was sie sagen will. Und richteten gezielt auf mich, andere und direkt in den Kinderwagen Pfefferspray. Die Polizei, wie gesagt, sagte, dass eine Gruppe von Personen eine Polizeiabsprechung versuchte zu überwinden. Und in der Audionachricht von Markus Heinz, die wir uns nicht anhören, beschreibt der Kollege Heinz, dass ein Kessel stattgefunden hat und dass die Gruppe versucht hatte, diesen Kessel zu verlassen. Und das ist jetzt eine entscheidende Stelle, weil aus Sicht der Zeugen und vielleicht auch der Eltern war das ein ganz normales, ich gehe nach Hause und die Polizei stand im Weg. Warum eigentlich? Warum gehen die nicht aus dem Weg? Aus Sicht der Polizei und auch aus juristischer Sicht war es hier eine Polizeiabsperrung, die überwunden werden sollte oder durchbrochen werden sollte, indem man auf die Personen zugeht. Wir haben kein Video von der Situation kurz davor. Wir sehen also nur die Folgen des Einsatzes. Aber wenn es so war, und das ist ja unstreitig hier, dass die raus wollten und Polizisten im Weg standen, dann haben wir wohl eine polizeiliche Maßnahme, nämlich einen Kessel, der zum Beispiel dafür da sein kann, um Personalien aufzunehmen oder zu verhindern, dass sich der Zug weiter bewegt. Herr Heinz sagt, die wollten eigentlich zum Busbahnhof und nach Hause. Jetzt könnte man sagen, da war es zumindest nicht geboten, Einzelkesseln, um jetzt eine weitere Bewegung des Zuges zu verhindern. Aber die Feststellung von Personalien könnte schon ein Grund sein, denn es geht beim Bayerischen Polizei- und Aufgabengesetz auch für die Frage nach dem unmittelbaren Zwang immer darum, ob man einen rechtmäßigen Zweck hat. Artikel 70 des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes sagt also ganz allgemein für die Zulässigkeit des Verwaltungszwangs das Folgende hier. Der Verwaltungsakt der Polizei, der auf die Vornahme einer Handlung oder auf Duldung, Unterlassung gerichtet ist, kann mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, wenn er unanfechtbar ist oder wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. Und jetzt heißt es in Absatz 2, der Verwaltungszwang kann ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet werden. Das ist hier der Fall. Wenn das zur Abwehr einer Gefahr notwendig ist, kann man sich fragen, ging eine Gefahr aus von dieser Demonstration oder diesen Personen, insbesondere weil Maßnahmen gegen Personen nach Artikel 7 bis 10 nicht oder nicht rechtzeitig, Personalienfeststellung und so weiter, möglich sind oder keinen Erfolg versprechen und die Polizei hierbei innerhalb der Befugnisse handelt. So, der Gefahrbegriff, der kann durchaus weit ausgelegt werden. Deshalb ist es durchaus denkbar, dass man zunächst mal annimmt, dass
die Begehung von Ordnungswidrigkeiten, vielleicht auch von Straftaten, aber das Bedürfnis, Personalien festzustellen, von Menschen einen Verwaltungszwang rechtfertigt, wie zum Beispiel eine Polizeiabsperrung. Die Polizei sagt, dass mehrere Anordnungen vorgenommen wurden und nicht beachtet wurden. Und es gab auch mehrere Festnahmen. Von Krawallmachern war die Rede und von Redelsführern, weil natürlich man nicht genau weiß, wer jetzt eigentlich die Veranstaltung angemeldet hat, weiß man auch nicht genau, wer jetzt eigentlich dafür verantwortlich ist. Aber wir wollen uns ja um das Kind kümmern bzw. verstehen, ob jetzt der Einsatz von Pfefferspray in eine Menschenmenge gerechtfertigt war. Querdenker sprechen vom Einsatz von Waffen. Das ist jetzt im rechtstechnischen Sinne die falsche Begrifflichkeit. Reizgasspray ist ein Hilfsmittel. Waffen wären Schlagstöcke und Schusswaffen. Und da haben wir schon die erste Abwägung, weil der Einsatz von Waffen, nämlich Schlagstöcke, die auch zum Einsatz kamen dort, ist nicht das mildere Mittel, sondern das Reizgas ist sozusagen ein Hilfsmittel des unmittelbaren Zwangs. Trotzdem kann man im Einzelfall zu dem Ergebnis kommen, dass die Anwendung von Reizgas gegenüber einer Vielzahl von Personen, insbesondere von Kindern, vielleicht sogar eine stärkere Beeinträchtigung mit sich bringt als der Einsatz von Schlagstöcken. Und hier gehen jetzt die Polizeigesetze in der Formulierung ein wenig auseinander, während NRW beispielsweise ganz klar eine Verhältnismäßigkeitsprüfung schon im Gesetz vorsieht, ist sie im bayerischen Polizeigesetz nur eher angedeutet, gleichwohl aber auszuführen. Also es ist hier die Frage von Erforderlichkeit, also auch wieder die Frage, gibt es ein milderes, gleichsam geeignetes Mittel, um zum Beispiel diesen Polizeikessel durchzusetzen. Also Ziel war, einen Kessel, eine Polizeisperre durchzuführen, damit die Leute am Weiter- oder Weggehen gehindert werden. Und jetzt könnte man sagen, milderes Mittel wäre, die Leute einfach vorbeizulassen, rausgehen zu lassen, wenn sie einen Kinderwagen dabei haben. Das ist allerdings kein geeignetes Mittel, weil damit kann man natürlich die Sperre nicht durchsetzen. Hätte es ausgereicht, einfach stehen zu bleiben, zu sagen, ich stehe hier, ich lasse mich nicht wegdrängen. Wenn jetzt eine große Zahl von Menschen auf die Polizei drauf drängt und drückt, das ist eine Fallfrage. Wenn es zum Beispiel so wäre, dass jetzt hier nur eine kleine Gruppe von 3 Leuten da wäre und 10 Polizisten stünden da, bräuchten die keinen Pfefferspray, um sie am Weitergehen zu hindern. Durch die bloße Anwesenheit könnten sie ein Fortgehen verhindern. Wenn aber wie so oft Demonstranten oder Spaziergängern in einer Überzahlsituation sind, nicht weil es so viele Kinderwagen sind, sondern weil viele Erwachsene auch da sind und schieben und treten oder vielleicht sogar schlagen, das wissen wir nicht, dann kann es für eine in Unterzahl befindliche Polizei nötig sein, Hilfsmittel oder Waffen einzusetzen. So, und bevor wir jetzt den Revolver oder das Maschinengewehr, die auch im Polizeiaufgabengesetz ja vorgesehen ist, als Waffe einsetzen, muss man sich natürlich fragen, was ist das mildeste Mittel dabei? Und da also die Frage, gibt es etwas anderes, was milder ist, aber trotzdem geeignet ist? Und da ist Reizgas, Pfefferspray häufig die anzuwendende Lösung. Wasserwerfer können auch denkbar sein, sind aber in dieser Winterzeit auch nicht so besonders angenehm und standen vielleicht auch zu dem Zeitpunkt an der Stelle nicht zur Verfügung. Es kann also sein, dass Pfefferspray das verhältnismäßige Mittel dann ist, wenn man ansonsten die Absperrung nicht hätte halten können. Gleichwohl muss man sich im nächsten Schritt überlegen, ist das noch verhältnismäßig? Also wir haben vielleicht die Erforderlichkeit. Man kann nicht anders die Sperre halten als durch den Einsatz von Pfefferspray. Aber lohnt es sich tatsächlich in diesem Fall Pfefferspray einzusetzen? Und das ist eben die Abwägung zwischen den Beeinträchtigungen auf der einen Seite und dem Ziel auf der anderen Seite. Wenn man sich solche Bilder natürlich jetzt anschaut von einem Kind, was Pfefferspray ins Gesicht bekommen hat, dann ist das schmerzhaft für jeden, der sowas ins Auge bekommt. Allerdings beim Kind gilt natürlich besonders, das hat sich ja nicht ausgesucht, dort dabei zu sein, sondern die Eltern haben sich das ausgesucht. Nach dem Polizeibericht soll das Kind angeblich nach ein paar Minuten wieder völlig beschwerdefrei gewesen sein. Nach wenigen Minuten und einer Augenspülung war das Kind wieder völlig beschwerdefrei. Da könnte man sagen, war ja nicht so schlimm, war ja nur ein bisschen Wolke. Und da gibt es tatsächlich Unterschiede, ob man Pfefferspray wirklich direkt ins Gesicht bekommt oder ob man nur die Aerosole, es gibt sie tatsächlich, ins Gesicht bekommt. Das reizt sehr stark, aber wenn man nur mit einer Wolke in Berührung kommt, dann kann eine Augenspülung tatsächlich ausreichen. Ob das so ist, wissen wir nicht. Hier in der Schilderung der Zeugin ist die Rede davon, dass man direkt in den Kinderwagen gesprüht haben soll. Das
muss man sich dann später mal anschauen auf den Videos, die auch die Polizei wahrscheinlich gemacht hat. Würde man einem Kind direkt ins Gesicht sprühen, würde wahrscheinlich eine Augenspülung nicht schnell zu Beschwerdefreiheit führen. Ob die Beschwerdefreiheit gegeben war oder nicht, das wissen wir auch nicht so genau. Also hier müssen wir einfach mal mit dem arbeiten, was an unstreitigem Sachverhalt gegeben ist. Interessant ist auch, dass hier eine Diskrepanz in der Schilderung ist. Einerseits, dass die Zeugin schildert, der Vater habe den Kinderwagen geschoben und die Polizei sagt, die Mutter, die aus der Querdenkerbewegung stamme, habe das Kind mitgebracht und es sei auch eine Anzeige an die Mutter rausgegangen. Und jetzt kann man sich fragen, wie ist denn jetzt eigentlich die Körperverletzung zu bewerten? Kollege Heinz schäumt vor Aufruhr. Er sagt, das ist eine gefährliche Körperverletzung. Ja, tatbestandsmäßig ist die Verabreichung von Pfefferspray tatsächlich eine Körperverletzung mit einem gefährlichen Mittel. Also Pfefferspray ist eben etwas mehr, was zu einer gefährlichen Körperverletzung führen kann. Freiheitsstrafe 3 Monate aufwärts. Aber wenn eine Körperverletzung erfolgt im Rahmen eines rechtmäßigen polizeilichen Zwangs, dann ist sie nicht mehr rechtswidrig. Das ist der Gag, warum wir uns das PAG an der Stelle anschauen, weil die Polizei darf Körperverletzungen begehen, unter Umständen, wenn sie gerechtfertigt sind, wenn also die Voraussetzungen für den Verwaltungszwang gegeben sind und wenn die formalen Voraussetzungen dafür vorliegen, zum Beispiel auch die vorherige Ankündigung, die erforderlich ist, und eben auch die Angemessenheit, die Verhältnismäßigkeit, über die wir gerade diskutiert haben. Wie ist es mit einer Körperverletzung durch die Mutter oder den Vater? Also die Person, die das Kind auf die Polizeisperre geschoben hat, musste derjenige, der den Kinderwagen führt, damit rechnen, dass jetzt Pfefferspray kommt, insbesondere weil es vorher angekündigt war, weil die Polizisten schon mit der, das sind meistens so große Pfefferspraydosen, im Anschlag dastehen, oder durften die darauf vertrauen, dass sie schon beiseite gehen würden und nicht sprühen würden? Nun, das wird man sich wirklich minutiös genau anschauen müssen. Aber wenn es so wäre, dass man eigentlich es billigend in Kauf genommen hatte, dass jetzt hier ein Pfefferspray-Einsatz erfolgt und man hat trotzdem das Kind in diese Richtung geschoben, dann liegt die Handlung natürlich stärker auf der Seite von den Eltern, ob jetzt Mutter oder Vater. Und da ist eine Straftat auch gegen das eigene Kind denkbar. Und natürlich sind die Eltern nicht einwilligungsfähig in eine Körperverletzung, die sie selbst dem Kind gegenüber antun. Worüber man nachdenken kann, ist zivilrechtliche Maßnahmen, ob jetzt die Sorgeberechtigung der Eltern überprüft werden sollte, ob der Umstand, auf so eine Demonstration zu gehen, etwas über die Fähigkeit der Eltern aussagt. Das sind andere Fragestellungen. Da muss man in der Tat etwas vorsichtig sein, denn auf eine Demonstration zu gehen mit Kindern ist für sich genommen noch nicht verboten. Die Frage ist, ob ein gewissenhafter Elternteil sich entfernen würde in einer Situation, wenn anzunehmen oder wirklich zu erwarten ist, dass es zu Gewalttaten auf der einen oder auf der anderen Seite kommt. Man sieht im Twitter-Verlauf, dass schon sehr früh auch Erwachsene gesagt haben, ich bin hier raus, das wird mir jetzt zu heiß. Wenn dann erwachsene Eltern darauf vertrauen, ich bleibe hier einfach stehen, schieb mein Kind in vorderster Reihe oder hinterster Reihe, wo auch immer, durch und schieb es auch durch Polizeiabsperrungen, dann könnte man schon auf die Idee kommen, dass jemand die Gesundheit des Kindes riskiert dabei. Aber wie gesagt, das muss man sich genauer anschauen und da kommt es nicht darauf an, ob man Querdenker oder Fridays for Future ist. Es gibt die Vorwürfe gegen die Polizei immer und zwar von jeder Seite und sie wird immer auch politisch motiviert, beziehungsweise es wird der Polizei unterstellt, sie würde politisch handeln. Außerdem unterstellt man gerade der bayerischen Polizei besonders heftig zuzugreifen bei diesen Maßnahmen, also bei Einkesselungen, das kennen wir schon seit den 80er, 70er, 60er Jahren, als es noch gegen Wackersdorf oder Atomkraft ging, linke Bewegungen, da stand die Polizei in Bayern immer besonders im Ruf, sehr schnell einzukesseln, um mit Null Toleranz vorzugehen. Was man sich durchaus fragen kann, ist, ob die Polizei eine Mitschuld trägt, dass es überhaupt zu einer solchen Situation kam, ob man das hätte früher unterbinden müssen. Ich meine, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und dann stellt sich schon die Frage,
Warum war es überhaupt möglich oder nötig, einen Kessel durchzuführen? Hätte man das nicht früher schon unterbinden können und dann weniger Gewalt anwenden müssen? Hat man eine angeheizte Situation damit verursacht? Schwer zu sagen im Augenblick. Und deswegen ist es schwierig, jetzt den Finger auf die eine oder auf die andere Seite zu setzen. Ich selbst würde ein Kind nicht zu so einer Demonstration mitnehmen, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Manche Leute sind ja auch bereit, mehr Risiko einzugehen als andere und manche gehen dieses Risiko dann auch für ihre Kinder ein. Da gibt es im bürgerlichen Gesetzbuch die eigenübliche Sorgfalt, die Diligentia quam insuis. Das heißt, wenn man für sich selbst Risiken eingeht, dann ist man womöglich auch gegenüber seinen Kindern diesbezüglich privilegiert. Denn es gibt eine Haftungsprivilegierung innerhalb der Familie, sodass die Schadensersatzansprüche von Kindern gegenüber Eltern bei eigenüblicher Sorgfalt, die eben niedriger ausfallen kann, sogar entfallen kann. Aber das sind jetzt weitere Ausführungen. Soweit sind wir noch gar nicht. Aus der polizeirechtlichen Seite kann man sagen, dass es so aussieht, als wäre unmittelbarer Zwang möglich. Ob jetzt im Einzelfall tatsächlich die Angemessenheit gegeben war, das sollte man sich näher betrachten. Es ist jedenfalls zu früh, um ganz klar zu sagen, das war rechtmäßig oder rechtswidrig. In diesem Sinne, bleibt gesund.